Forscher aller Wissenschaften für den Erdnord-Clan. Und ich habe keine Zeit für ihre stümperhaften Fragen. So, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ich belästige Sie nicht lange. Ich werde Ihre wertvolle Zeit nicht lange in Anspruch nehmen. Meine Arbeit ist in der Tat überaus wichtig, Mensch. Natürlich ist sie das. Ich bin sehr wissbegierig. Ich habe schon viel über die Genialität der kroganischen Wissenschaft gehört. Endlich versteht es mal jemand. Ich schwöre, ich bin hier mitten unter hirnlosen Pijacks. Tummle mich unter Wilden. Dabei bin ich der oberste Forscher. Was forschen Sie? Sie arbeiten sicher an etwas ungemein Bedeutendem. In der Tat. Es gibt immer neue Methoden der Zerstörung. Zum Beispiel schmelzen oder in Stücke reißen. Für eine neue Waffe ist auf T'Chanka immer Platz. Ein beeindruckender Titel. Sie sind wohl ein Wissenschaftler. Nicht nur ein Wissenschaftler. Ohne mich hätten diese aus dem Mund stinkenden Trottel weder Waffen noch Bomben, um irgendwas damit zu töten. Mein Vorgänger meinte, dass niemand den wahren Wert meiner Arbeit begreifen würde. Schon als ich meine Klinge aus seiner Brust zog, wusste ich, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Sie töteten ihren Vorgänger? Effektive Zusammenarbeit unter Forschern stelle ich mir aber anders vor. Mir egal, wie Sie sich das vorstellen. Für uns ist es wichtig, das Hergestellte auch zu benutzen, anstatt es nur herzustellen. Die Arbeit ist erst dann erfolgreich, wenn sie den Boden bereits zum Zittern gebracht hat. Okay, du bist krank. Bei Ihrer Forschungsarbeit. Oh, den werde ich haben. Wow. Dich wird er auch bald töten. Wo ist denn hier jetzt der Schamane? Ja, ja. Oh Gott. Ich gehe Ihnen mal. Tun Sie mir bloß keinen Gefallen. Vorsicht, Mensch. Okay, die chillen einfach. Das Ding hat eine 10-Tonnen-Bombe verkraftet. Schließen Sie Wetten auf die Grube ab, Mensch. Wir werden es nicht bereuen. Den Frauenclan um das Recht der Elternschaft bitten? Wozu sie bitten? Sie wollen nichts von meiner Ware kaufen, Mensch. Sie würde ihnen nicht wünschen. Ich weiß nicht, dass alles anders wäre. Hast du diesen Bericht im Extranet gesehen? Dieser Müll füllt dir das Hirn voll. Du solltest lieber jagen oder irgendwas reparieren, wenn du nicht jagen kannst. Es war ein Sondervideo über die Citadel. In der Mitte des Citadel-Präsidiums steht eine große Kroganer-Statue. Die turianische Hierarchie hat verkündet, mein Gott, gibt echt viele News. Nicht auf das bisherige Maximum beschränkt. Wir wollen aber zum Schaman, da ist er. Sie überschreiten ihre Grenzen, Getatak Ulvenk. Die Riten der Erdnord gehen vor. Woher wissen wir, dass es überhaupt zum Kampf kommt? Er ist nicht natürlich. Die Bestien des Ritus ignorieren ihn vielleicht wie einen Klumpen Plastik. Sie erkennen Blut, egal aus welchem Schoß es kommt. Ihr Bellen hilft ihnen hier nicht weiter. Ich werde für mich selbst sprechen. Ist das die Tankzüchtung? Sehr lebensecht. Hat sogar den richtigen Geruch. Ihre Proteste klingen hohl, Uwek. Ja, er steht Grunt im Weg. Mir ist egal, was dieser Narr sagt. Grunt hat das Recht, hier zu sein. Das nenne ich Feuer, noch dazu von einem Alien. Das beschämt jeden, der jammert wie ein Hundewelpe. Wenn das hier so traditionell abläuft, dann beantrage ich eine Verweigerung. Mein Kram steht gegen ihn. Er hat niemanden. Meine Geduld ist strapaziert, aber Uwenks Antrag ist berechtigt. Grunt, wo ist Ihr Krant? Ihre Verbündeten, die in Ihrem Namen bereit sind zu töten und auch zu sterben. Er gehört zu meiner Crew. Wir stehen als Kameraden jederzeit an Grunts Seite. Kameraden sind zwar eigentlich nicht dasselbe, aber ich gestatte Ihnen als Aliens diese vereinfachte Interpretation. Aliens wissen gar nicht, was Stärke ist. Meine Anhänger sind echte Kroganer. Grunt ist eine einzige Lüge. Uff. Sie wagen.
sagen es. Dieser Mensch gefällt Alter. Mir. Er hat's begriffen. Ich ziehe meine Verweigerung zurück. Wir werden das woanders zu Ende bringen. Sie haben sie provoziert. Der ist halt so riesig und dem willst du eine Kopfnuss geben. Das war irgendwie lustig. So, beginnen Sie mit dem Ritual. Ich bin bereit. Es kann losgehen. Großartig. So, Grant. Mit Morden. Warte, Outfitwechsel. Ab geht's. Das ist die neueste Narbe, die Tuchanka davongetragen hat. Die letzte Oberflächenstadt, die während der Rebellionen gefallen ist. Der Schlüsselstein befand sich in ihrer Mitte. Sie hat Kriege und den Fortgang der Jahrhunderte überdauert. Sie hat Bestand, wie die Krogana. Wenn Sie sich dem Ortnord-Clan anschließen möchten, müssen Sie über den Schlüsselstein und seine Prüfungen nachsinnen. Was passiert dann? Wer weiß das schon. Sie müssen sich anpassen und erfolgreich sein, welche Situation sich Ihnen auch bietet. Wie jeder wahre Kroganer. Okay. Fangen wir an. Was haben wir da? Aktivieren Sie den Schlüsselstein. Da ist einer gestorben. Wir machen ja mal das. Ich weiß jetzt. Ich bin bereit. Lol. So kann ich mich nicht konzentrieren, Alter. Warte, das Ding. Rund. So. Was haben wir jetzt dadurch erreicht? Wow. Also Grunt, du darfst gern helfen. Diese Bestien sollen wissen, dass ich würdig bin. Ja, direkt auf den Arsch. Noch einer. Was haben wir hier eigentlich aktiviert? Mal die Waffe. Wir sind gleich tot. Das war jetzt aber knapp. Was machst du denn da hinten? Eine neue Runde, Shepard. Aktivieren Sie den Schlüsselstein.
Nochmal. Dann wurden die Trojaner zu den Sternen emporgehoben, um die Ängste einer Galaxie zu vernichten. Einen Feind, den nur wir in seinem Bau verfolgen können. Was war denn das? Kriecher, komm, der Tod wartet. Oh. Den durften wir gar nicht damagen. Aber egal. Schön, wie die platzen. Ich werfe sie um. Es ist mitlaufen soll. Jetzt geht doch noch ein. Nice. Nochmal. Wir müssen den Schlüsselstein aktivieren, um das Ritual. Wie oft denn noch? Und tragen alle Kroganer die Genophage in sich. Unsere Belohnung und unseren Fluch. Bei diesem Kampf gibt es nur ein Ziel. Überleben. Spüren Sie das? Alles vibriert. Ich bin bereit. Kampf steht bevor. Panzerung. Also wir hatten eben genau da. Endlich ein Feind, der sich zu bekämpfen lohnt. Aua. Keine Schilde? Wo ist er denn? Da? Wie soll man dem ausweichen? Komm schon. Lad auf. Uiuiui. What? Also rechts unten steht Überleben. Heißt, wir müssen den gar nicht killen.
Komm, wir wechseln mal kurz auf die Waffe. So, das war's mit der Panzerung. Panzerung ist hinüber. Oh. Wir bekommen Gesellschaft.